Sag mal, wir sind hier komplett erstarrt. Was macht ihr mit uns auf YouTube? Hallo Reisefreunde! Wir sind schon fast 600 auf YouTube. Es ist absolut unglaublich. Wir dachten die letzten Tage ja, es sei irgendwie ein Fehler oder irgendetwas sei nicht mit richtigen Dingen zu und her gegangen. In den letzten 2 Tagen sind 200 Abonnenten dazugekommen. Wir können es kaum fassen. Wir können es wirklich kaum fassen. Ihr seid wahnsinnig! Vielen lieben Dank für alle, die in den letzten 2 Tagen dazugekommen sind. Und natürlich vielen Dank allen, die schon viel länger mit dabei sind. Und weil wir jetzt ja auch so viele neue Leute haben, die uns mitverfolgen, haben wir uns was ganz Spezielles für euch ausgedacht. Genau, auf unserem Kanal gibt es heute ein Q&A, aber nicht einfach ein Q&A, wie es alle anderen machen, weil wir sind ja sowieso ein bisschen anders mit unserem Projekt, sondern wir stellen uns unsere eigenen Fragen. Doch wie funktioniert das? Ganz einfach. Seit 14 Wochen machen wir Interviews mit verschiedenen Reisenden, die mit dem Camper unterwegs sind. The Sunnyside hat schon mitgemacht, Campo Fund hat schon mitgemacht. Wir sind weg, war dabei. Wir haben mit ganz vielen Reisenden Interviews gemacht. Übrigens findet ihr alle diese Interviews natürlich auf unserem Blog. Wir verlinken euch das jetzt gerade mal schnell hier. Und genau diese Fragen, die wir den Reisenden mit den Campern in den ganzen letzten Wochen gestellt haben, die stellen wir uns jetzt einfach selber. So lernt ihr uns nämlich noch ein bisschen besser kennen, kennen unsere aktuelle Situation und so weiter. Genau. Und ich glaube, jetzt fangen wir einfach an, ohne jetzt hier noch lang rumzulabern. Was ist denn die erste Frage? Genau, die erste Frage, die wir den Reisenden jeweils stellen, ist, stell dich mal vor. Ja. Wir sind Louis und Steffi, ich glaube, das wisst ihr ja schon. Wir sind beide kurz vor 30 Jahre alt und wir sind Schweizer. Vielleicht hört man das ein bisschen, wir hoffen ja, man hört das nicht. Wir könnten ja eigentlich auch ganz anders reden, genau, wenn wir würden wollen, ja. Aber wir passen uns ein bisschen an, damit auch alle, ich sag mal, die nicht so Schweizerdeutsch die nicht so Schweizerdeutsch verstehen oder das nicht so gewöhnt sind. Gut verstehen. Weil wir haben ja richtig viele Zuschauer aus Deutschland und aus Österreich. Das freut uns natürlich besonders. Ja, und was gibt's sonst noch über uns zu erzählen? Wir machen ein 47-Länder-Projekt, aber ich glaube, das habt ihr auch schon mitgekriegt. Wir wollen mit unserem Karl, das ist unser Camper, alle 47 Länder in Europa bereisen. Aktuell sitzen wir in Bulgarien, das ist Land Nummer 12. Wir sind bereits seit Januar unterwegs und wir denken, dass wir so 2 bis 3 Jahre für dieses Projekt brauchen. Und wir beide sind übrigens in diesem Jahr schon 14 Jahre zusammen. Das ist vielleicht auch noch interessant. Ich habe davor als Journalist gearbeitet. Und ich war im Tourismus tätig, ursprünglich Kauffrau mit Weiterbildung Tourismus und Event. Nach einer Weltreise 2012 haben wir uns gesagt, komm, keine Kinder, kein Haus, keine Wohnung, gekauft. Lass uns noch mal etwas anpacken. So ist dieses Projekt entstanden. Und wir sind richtig froh, erkunden wir momentan Europa, nämlich es ist richtig cool. Die zweite Frage, die wir jeweils den Reisenden stellen, ja, sag mal, mit was bist denn du unterwegs? Wir sind mit Karl unterwegs. Karl ist ein Opel Movano, der im Selbstausbau, allerdings müssen wir hier sagen, nicht durch uns ausgebaut wurde. Wir haben 2,8 Liter Dieselmotor, genau. Und alles weitere zu Karl schaut ihr euch am besten auf unserer Roomtour an, wobei, wenn ich die Klicks da sehe, habt ihr die eh schon alle gesehen. Genau, und wer sie noch nicht gesehen hat, hier oben erscheint jetzt die Roomtour und dann könnt ihr Karl von ganz hinten bis ganz vorne kennenlernen. Wir öffnen jede Schublade und verraten euch dazu auch noch ein paar Geheimnisse. Ja, und nachdem wir jeweils die persönlichen Fragen und die Fragen zum Fahrzeug gestellt haben, stellen wir den Reisenden auch ganz viele Fragen um das Leben im Camper und wo sie momentan sind. Und genau diese Fragen stellen wir uns jetzt auch. Beginnen wir gleich mit der ersten. Und zwar, ihr habt von uns den Bekannten mit meinem Bett in Sohaus unsere Serie Fragebogen erhalten. Wo beantwortet ihr die Fragen? Am Bataksee. Und zwar sind wir hier in Bulgarien. Und schaut euch mal diesen See an.
könnte auch bei euch zu Hause sein, oder? Genau so fühlen wir uns manchmal auch. Aber nee, wir sind in Bulgarien. Und wenn ihr jetzt sehen könntet, was wir sehen, dann würdet ihr im Hintergrund Karl und ein paar Zelte und andere Camper sehen, weil wir stehen aktuell auf dem Eco-Camping Batak. Ein wunderschöner Campingplatz übrigens direkt hier am See. Wir sind auch schon rundherum gelaufen, haben Wildpferde gesucht, sie aber nicht gefunden. Aber dieser Platz hier ist wirklich richtig cool. Die nächste Frage, warum habt ihr euch genau für diesen Ort entschieden? Wir haben auf dem ersten Campingplatz, der ja toll war, der Camping Madonna, haben wir so eine Karte gekriegt von Partner-Campingplätzen. Und da war der Camping Batak halt auch mit drauf. Und von der Route her hat das jetzt eigentlich wunderbar gepasst. Und das war eigentlich so ein bisschen mit der Grund. Also ihr seht, wir sind jetzt nicht besonders wählerisch, was den Ort oder die Lage des Campingplatzes angeht, sondern wenn ein Platz halt gut aussieht, schön aussieht, eine tolle Lage hat, dann fahren wir da einfach hin, ganz egal, ob das eigentlich auf unserer Route liegt oder nicht. Die nächste Frage, war die letzte Nacht ruhig oder hört ihr wie derzeit oft die Hunde bellen? Ja, das ist so ein Thema. Bis jetzt hatten wir ja wirklich eigentlich keine Nachbarn in Bulgarien. Oder hier oder nur ein Nachbarn aus Holland und gestern Abend. Da ist ein richtig, Entschuldigung, nerviges Paar aus England angereist. Ja. Und ja, die haben uns gestern den Abend versaut. Die Nacht war aber ruhig. Hundegebell haben wir eigentlich keines, auch wenn wir oft Hunde haben. Hinter der Kamera liegen nämlich sogar zwei Hunde momentan. Vor gerade auf die Insta-Stories, auf unserem Instagram-Kanal Comifastu, ein Bild davon hochgeladen, Wenn ihr uns auf Instagram noch nicht abonniert habt, macht das. Dann bekommt ihr auch die Dinge zu sehen, die hinter der Kamera nämlich passieren. Vor allem nämlich alles, was in der Instagram-Story läuft. Das ist absolut am meisten von unserer Reise mit dabei. Ja, und die nächste Frage ist natürlich richtig interessant. Wie würdet ihr das Innere eures Reisemobils beschreiben? Ist es euer Zuhause, das Wohnzimmer oder alles in einem? Absolut, eigentlich alles in einem. Also wir haben ja das große Bett drin, das ist natürlich unser Schlafzimmer. Dann benutzen wir die Küche total oft, zum Kochen vor allem. Der riesige Kühlschrank ist natürlich der Wahnsinn. Wohnzimmer ist im Moment eigentlich draußen. Ja, absolut. Wir haben ja sozusagen wechselnde Vorgärten. Also unsere Terrasse ist immer so groß, wie es der Platz erlaubt oder hier. Das nennen wir ja dann auch gerne unsere Terrasse oder unseren Vorgarten. Und da sitzen wir natürlich am liebsten draußen in der Natur, an der frischen Luft. Und da sind wir eigentlich gar nicht so viel drin, außer natürlich zum Schlafen. Die Küche steht im Reisemobil meist nicht oft weit vom Wohnzimmer entfernt. Verratet ihr uns euer Lieblingscamper-Rezept? Also die letzten 4 Tage war es einfach alles vom Grill. Genau. Wir haben hier so einen coolen Grill, den wir mit Holzkohle anfeuern können und das nutzen wir jetzt hier im Moment total oft. Ansonsten Lieblingsgericht? Ich liebe Lasagne und zwar am liebsten selbstgemachte Lasagne. Für das haben wir ja auch einen kleinen Ofen mit dabei. Das könnten wir eigentlich die nächsten Tage mal wieder machen. Absolut, das ist eine gute Idee. Und du bist der in einem Topf gekocht. Genau, ich liebe die One-Pot-Gerichte oder natürlich auch selber gefüllte Tortillas. Das mag ja, ich richtig da gerne. Ja, auch immer dabei. Das macht Steffi nämlich richtig gut. Nächste Frage, kocht ihr denn oft selbst? Ja, wir kochen eigentlich immer selbst. Natürlich hier im Balkan ist es lukrativ, auch mal auswärts essen zu gehen, auch um die Kultur rund um das Essen kennenzulernen. Aber das Budget. Wir schauen natürlich schon, dass wir oft auf Märkten oder günstig einkaufen können und danach selber kochen. Man muss dazu sagen, Steffi ist natürlich eine echte Meisterköchin. Da ist man sowieso am liebsten zu Hause. Wohnzimmer, Küche, Bad, alles auf wenigen Quadratmetern. Warum reist ihr gerade mit dem Camper durch die Welt und nicht mit dem Flugzeug? Das können wir eigentlich relativ gut beantworten. Möchtest du das Flugzeug beantworten? Nee, zum Flugzeug kommen wir dann zu einem späteren Zeitpunkt. Das behalten wir noch ein bisschen für uns, was es da auf sich hat. Aber wir können ja sagen, auf unserer Weltreise sind wir in Kanada, Neuseeland, Australien, überall mit dem Camper gereist und da hat es uns natürlich so richtig gepackt. Wir lieben den Camper, wir können stehen, wo wir wollen, anhalten, wo wir wollen, wir können so lange da bleiben, wie wir wollen. Ja. Für uns ist der Camper das beste Reisemittel, das es überhaupt gibt. Die Freiheit pur, die man halt einfach hat. Und dann hat man natürlich immer sein Bett dabei, seine Küche dabei, ja. Man muss nie ein- oder ausladen. Das haben wir halt auch auf der Weltreise so ein bisschen gelernt, oder?
wir teilweise mit dem Rucksack unterwegs waren, das ist schon halt auch psychisch total anstrengend, wenn du eigentlich jede Nacht oder jede zweite Nacht in einem anderen Bett schläfst. Also ich finde das schon sehr angenehm, wenn man immer sein eigenes Bett dabei hat und einfach das drumherum sich verändert. Genau. Camping wird ja auch oft mit Romantik in Verbindung gebracht. Was waren bis anhin eure, oder jetzt zu sagen, unsere schönsten Erlebnisse on the road? Ja, da haben wir natürlich auch ein paar. Welches war denn so das Schönste, was wir bis jetzt erlebt haben? Wir hatten... Zum Thema Romantik. Ja, zum Thema Romantik wäre das hier, ja. Ja, also für mich sind Abende am Lagerfeuer immer was ganz Schönes. Ob man da auch drauf grillt oder nicht, spielt noch nicht mal so eine Rolle. Aber sobald so ein Feuer knistert, das finde ich total romantisch. Ja, und das haben wir ja noch nicht lange erlebt. Und zwar in Serbien, in der Nähe von Belgrad, waren wir auf dem Campingplatz, wo wir ganz alleine waren, eine Woche lang, haben wir ein Lagerfeuer gemacht. Das war richtig schön. Ich fand es aber auch in Griechenland, auf dem Pelion, richtig schön. Da haben wir fast direkt am Meer in einer wunderschönen Küste geparkt. Das war schon auch sozusagen romantisch, oder? Ja. Freud und Leid liegen oft so nahe beieinander. Wo liegen die Probleme, wenn man mit dem Camper unterwegs ist? Und seid ihr schon mal stehen geblieben? Stehen geblieben sind wir noch nicht. Obwohl, also manchmal denke ich, wir sind kurz davor, weil Louis hat so die nervige Angewohnheit, erst zu tanken, wenn die Kilometeranzeige auf über 800 Kilometern steht. Weil, ja, so viel müssen wir problemlos machen. Ja, klar. Klar, auch wenn der Zeiger schon lange im roten Bereich ist, machen wir bestimmt. Steffi blendet da gerne etwas aus. Wir sind nämlich schon mal stehen geblieben, und zwar in Sarajevo, in der Hauptstadt von Bosnien-Herzegowina. Stimmt. Da haben wir in einem Airbnb-Apartment übernachtet. Und ja, als wir am Morgen zurück zu unserem Auto kamen, hatte sich der Schlüsselcode gelöscht. Und ja, wir sind nicht davon gekommen. Zum Glück hat es gleich eine Garage in der Nähe. Da hat uns einer geholfen und uns erklärt, der Schlüssel sei kaputt. Wir hatten aber ja zum Glück einen Ersatzschlüssel dabei und konnten so weiterfahren. Ja, genau. Und dann ist uns noch etwas passiert, gleich nachdem wir losgefahren sind. Diese Geschichte erfahrt ihr aber in Kürze auf dem Blog Kind im Gepäck. Da haben wir etwas verraten, was noch niemand weiß und uns auch, naja, ein bisschen peinlich ist. Peinlich, wobei ich muss mich nicht am Kopf kratzen. Ja. Das könnt ihr dann schon bald lesen, aber das möchten wir jetzt nicht vorwegnehmen. Und dann ist natürlich noch das aktuelle Stromproblem, ja. Wobei aktuell die Batterie lädt. Sie ist bald 24 Stunden am Laden und noch immer nicht ganz voll. Wir hoffen jetzt einfach wirklich, es ist nur noch unsere Ungeduld, weil der Batterie, das Ladegerät, das haben wir ersetzt. Und ja, genau. Für die, die das nicht wissen, was da in den letzten Tagen passiert ist, wir haben das alles auf unserem Facebook-Kanal erklärt und so weiter. Das war nicht ganz einfach. Uns ist schlicht das Ladegerät kaputt gegangen. Genau, und so konnten wir natürlich die Batterien, die Reservebatterien nicht mehr extern laden, sondern nur noch durch den Motor, wenn wir gefahren sind. Und das ist halt ja schon eine rechte Einschränkung. Als Camper ist man ja immer auf der Suche nach der schönsten Strecke. Von welcher Strecke schwärmt ihr bei jeder Campingunterhaltung? Also ich glaube, am meisten schwärmen wir aktuell von Albanien. Ja, zum Albanien. Zum Beispiel der Jogara-Pass, der war natürlich irre schön, gerade auch mit dem Blick auf Korfu. Und das Wetter hat natürlich perfekt gepasst, ja. Da das ganze Panorama und so weiter. Ja, und dann ist da natürlich die Jadranska Magistrale in Kroatien, der Küste entlang. Die ist einfach atemberaubend. Aber wir sind wirklich schon viele schöne Strecken gefahren, aber auch schon viele richtige Scheißstrecken. Mit vielen Löchern, mit vielen Problemen. Gerade im Balkanländer ist es nicht immer so einfach. Aber da kommen ja noch andere. Ja. Fahrt ihr nach Karte oder mit einem Navigationssystem? Mit welchem? Heikles Thema. Sehr heikles Thema, sehr heikles Thema. Aber ich muss dazu auch sagen, wir hören so oft, dass alle über ihre Navigationssysteme fluchen. Ich weiß gar nicht mehr, ob unseres sehr scheiße oder nur scheiße ist. Wir haben einen Garmin Navi irgendwas an Bord und das für, also es kennt jede Straße, muss man mal so sagen. Es kennt aber auch jeden Feldweg und es findet Feldwege genauso interessant wie Straßen. Das ist das große Problem, weil ans Ziel kommen wir immer. Die Frage ist einfach, wie? Und ansonsten haben wir Google Maps halt mittlerweile ziemlich oft dazu offen, weil da kann man einfach so ein bisschen noch vergleichen, was hat das Navi schon wieder mit uns vor? Wie klein wird die Straße?
Aber wir sind trotzdem schon auf einer Schotterpiste gelandet, ja, obwohl wir beides aktiv verfolgt haben. Also die Navigation, da üben wir noch ein bisschen. Vielleicht sollten wir wirklich mal auf Papierkarten umstellen. Ja, da passt die erste Frage natürlich gerade dazu. Wann und wo habt ihr euch das letzte Mal so richtig verfahren? Und noch wichtiger, wer hat dabei die Nerven behalten? Ja, das mit den Nerven, das können wir gleich beantworten. Das ist nur Steffi. Ich habe gar keine Nerven, eigentlich in gar nichts. Ich bin immer der, der das Nervenflattern hat. Und Steffi ist die Ruhe selbst. Doch wo haben wir uns das letzte Mal verfahren? Bin ich jetzt auch gerade am Überlegen. Weil eben, wir kommen ja eigentlich immer ans Ziel. Ja, verfahren. Wir haben also in Albanien haben wir uns definitiv ein paar Mal richtig verfranst. Wir haben uns in Pompeji in Italien richtig verfahren. Wir haben uns, ich weiß wo, nicht verfahren, aber das größte Problem haben wir definitiv im Kosovo. Da sind wir zu einer Bear Sanctuary von 4 Pfoten gefahren. Da folgt dann auch noch ein Interview. Und ja, also da möchten wir eigentlich gar nicht mehr darüber sprechen. Das Navi hat uns wieder mal komplett irre durchs Zeug geführt. Und schlussendlich mussten wir mitten durch Pristina durch und sind dann auf einer minimalen Straße dahin gefahren. Und als wir weggefahren sind, da sahen wir auf einmal eine riesige, tolle Landstraße, gut gebaut, mit Wegweisern zu dieser Sanctuary. Also, ja, keine das Worte. War nicht einfach. Ja, nächste Frage: Auf welche Apps könnt ihr als Reisende nicht mehr verzichten? Da haben wir auch ein paar, oder? Genau, fangen wir mal bei den Stellplatz-Apps an. Genau, das eine davon ist Park4Night. Genau. Da findest du vor allem Stellplätze, wenn du wild stehen kannst. Ist zwar viel auf Französisch, ist aber ein richtig cooles App. Genau, und das andere ist das ProMobile. ProMobile-App, genau. Da hat es auch viele Campingplätze bewertet, aber auch zum Beispiel Stellplätze oder im Stadtzentrum irgendwelche Parkplätze, LKW-Parkplätze und so weiter, wo man sich hinstellen kann. Das ist auch total gut. Genau, dann haben wir das ADAC-App. Weil wir halt auch die ADAC-Karte haben. Das hat uns bis jetzt aber nicht wirklich weitergeholfen, das können wir schon so sagen. Weil hier unten sind die Plätze ein bisschen spärlich. Ja, das wird uns dann vor allem wieder zurück in West- und Mitteleuropa, wird uns das mehr helfen. Ja. Was haben wir denn noch auf dem Handy? Natürlich alle Social-Media-Apps, Instagram, Facebook und so weiter. Google Translate, die ganzen Informations-Apps über die ganzen, also von den ganzen Medienanstalten, die sind uns sehr wichtig. Und wir spicken schnell am besten. Was haben wir denn hier noch? Airbnb. Aber das haben wir jetzt schon länger nicht mehr gebraucht. Genau, YouTube natürlich, ganz wichtig. Und TripAdvisor. Auf dieses App möchten wir auf keinen Fall verzichten. Da beziehen wir alle Informationen für die Städte, was anschauen und vor allem auch in welchen Restaurant, dass wir essen gehen. Den Postcard Creator. Ja, den haben wir auch. Wir senden immer mal wieder Postkarten in die Schweiz an Freunde und Familie. Da kann man in der Schweiz halt eine Karte kostenlos pro Tag versenden. Und mittlerweile haben wir herausgefunden, dass es diese App auch für Deutschland gibt. Genau. Und da kostet sie zwar etwas, aber es ist ja auch sehr günstig. Möchtest du eine Karte von uns erhalten? Schreib mal oder schreib uns doch eine Direktnachricht, bekommst du von uns demnächst eine Karte zugesandt. Ja, und sonst, Google Trips haben wir noch auf dem Handy installiert für die Stadterkundungen. Dann haben wir noch Geocaching-App, das haben wir leider bis jetzt nicht wirklich gemacht, aber eigentlich zu Hause haben wir richtig viel Geocaching gemacht. Ja. Und für uns eigentlich mit Abstand das wichtigste App auf dem Handy, das wir niemals verzichten könnten. Ich weiß es, es ist grün und hat schwarze. Genau, das ist das Wichtigste. Weißt du welches? Spotify natürlich. Ohne Musik geht gar nichts. Und darüber kann man halt am besten neue Musik hören, Listen erstellen und so weiter. Genau. Dann Blogs, Facebook, Reiseführer. Wie informiert ihr euch über das nächste Reiseziel? Da gibt am besten gleich Steffi Auskunft, weil sie ist die, die die Reise eigentlich plant. Oft fragen wir halt auch, also wir kommen halt oft ins Gespräch mit anderen Campern und da haben wir schon den einen oder anderen coolen Tipp bekommen. Und ansonsten vor allem über Blogs. Also ich gebe halt ein, was ich mir ansehen möchte und dann lese ich mich durch die verschiedenen Blogs durch. Ich schaue aber auch, zum Beispiel haben wir schon auf ConTrip nachgeschaut zu den einzelnen Ländern. Kann man da gut sortieren
Und dann hast du halt dort die ganzen Reiseberichte zentral gesammelt. Eine andere Plattform ist Reise 2.0. Auch dort können Blogger ihre Artikel publizieren lassen. Und da hat man dann auch eine tolle Suchfunktion, wo man wirklich nach Land das findet. Genau, und auf welchen Blog wir in letzter Zeit immer wieder stoßen und wir wirklich auch in den Favoriten abgespeichert hat, ist Rapunzel will raus. Eine Schweizer Bloggerin, die einfach wirklich super Reiseberichte schreibt. Vor allem war sie halt auch in Serbien unterwegs und da sind die Reiseberichte schon ein bisschen spärlich. Deshalb sind wir total froh, hat sie uns da echt coole Tipps gegeben und zum Beispiel konnten wir den Uwak Canyon dank ihr besichtigen. Genau, so ist es halt eine Mischung zwischen Blogs, Reiseführern, Tipps von Reisenden und so weiter. Folgt ihr auch mal den Touristenrouten oder meidet ihr Sehenswürdigkeiten und Touristenhochburgen konsequent? Vielleicht können wir dazu sagen, aktuell sind wir ja noch immer so ein bisschen in der Vorsaison. Das heißt, wir schauen uns alles an, wo wir einfach Lust drauf haben. Da sind natürlich auch zahlreiche Touristenorte mit dabei. Da sind aber auch etwas verstecktere Sachen dabei und vor allem halt viel Natur. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass je mehr das die Hauptsaison dann startet, je mehr dass wir das dann die Touristenorte ein bisschen verlassen. Weil ganz ehrlich, so manchmal wird es uns jetzt schon ein bisschen zu voll. Wir müssen dazu aber schon auch noch sagen, da wo viele Touristen sind, ist es meistens auch schön. Ja, das ist leider ist halt einfach so. Wie löst ihr das bekannte Internetproblem? Habt ihr eine SIM-Karte oder gar einen Satelliten an Bord? Ja, Satellit wäre was, oder? Ja. Aber nee, haben wir nicht. Wir lösen das wirklich mit SIM-Karten. Wir haben jetzt aktuell in Bulgarien haben wir eine Karte für 6 Lev gekauft. Das sind 3 Euro. Da haben wir 4 GB Internetvolumen drauf und 100 gratis Telefonierminuten, Sprechminuten. Und das ist dann 14 Tage lang gültig. Das reicht uns wahrscheinlich auch knapp für 14 Tage. Ja, und dazu muss man natürlich sagen, im ganzen Balkan hatten eigentlich alle Campingplätze so gutes Wifi. Und dazu kommt noch, alle Tankstellen haben WLAN. Ja, jetzt hier in Bulgarien findet man wirklich überall WLAN. Also, kannst einfach an eine Tanke ranfahren und da hast du WLAN und überall. Restaurants, genau. Cafés, alles hat hier WLAN. Bei uns läuft während der Fahrt immer laute Musik, fragen wir ja jeweils die Reisenden. Echt jetzt? Bei euch auch oder singt ihr lieber selbst? Das haben wir ja vorhin schon ein bisschen beantwortet. Genau, also bei uns läuft meist Spotify, gerade halt auch, weil die Radiosender teilweise nicht ganz so cool sind. Viele Radiosender im Balkan, die spielen ausschließlich lokale Musik. Und das wird dann mit der Zeit doch ein bisschen zu viel. In Serbien hatten wir einen guten Sender. Ja. Und im Kosovo hatten wir einen coolen Sender. Den hatten wir eigentlich auch nicht erwartet. Da haben wir Radio KFOR gehört. Ah, genau. Von der KFOR, vom Militär. Und die haben internationale Musik gespielt. Das war richtig cool. Ja, genau. Aber sonst, Steffi singt gerne auch mal mit dann. Ja, klar. Ich habe sogar eine extra Singliste auf Spotify. Wo übernachtet ihr lieber? Auf dem Campingplatz oder einem wilden Ort in der Natur? Am liebsten auf einem Campingplatz wie hier, der natürlich umgeben ist von mitten der wilden Natur. Wir haben keine Dusche an Bord und nur so eine, ich sag mal, Notfalltoilette, die wir halt nicht so gerne benutzen, weil reinigen und so weiter, das ist nicht so unser Ding. Und deshalb stehen wir eigentlich fast lieber auf einem Campingplatz, der halt einfach ein bisschen naturbelassen ist. Aber so eine Nacht, zwei zwischendurch mal frei ist natürlich schon auch richtig geil. Ich muss dazu aber sagen, wir sind da drin noch nicht so geübt und ja, teilweise halt auch einfach in Ländern, wo man das jetzt nicht gerade als erstes ausprobieren möchte. Es kommen sicher Länder, die nordischen Länder, wo wir das dann täglich machen werden. Genau. Da sind wir sicher. Wie lange könnt ihr mit eurem Reisemobil autark stehen und wer produziert in dieser Zeit den Strom? Ja, der Batteriewechsel, das Ladegerät. Ja, nein, das produziert ja nicht den Strom, aber das war jetzt halt die letzten Tage so ein bisschen natürlich das Problem. Wenn das Internet nicht lädt, dann wird nur entladen. Aber mit den Batterien, die wir jetzt aufladen können, da können wir sicher schon 3 bis 4 Tage autark stehen. Mit dem Kühlschrank und so weiter, das ist eigentlich kein Problem. Genau, das Problem ist dann eher, dass die anfangen zu müffeln, also brauchen wir dann eher für uns eine Möglichkeit, wie wir mal wieder duschen können. Zum Beispiel mit der Solardusche können wir das jetzt ja machen im Sommer. Oder hier mal in den See reinspringen. Aber ansonsten sind eher wir das Problem, sage ich mal, als der Camper. Apropos Sicherheit, wie sichert ihr euch während der Nacht oder hattet ihr vielleicht sogar schon mal Angst? Ja, also in Albanien sind schon mal
Da standen wir ziemlich abgelegen auf einem Campingplatz da, aber da sind dann schon die Autos in der Nacht ganz nah rangefahren am Strand entlang. Und da haben wir schon das ein bisschen, war ein bisschen komisch. Gefühl. Aber wir können unseren Camp auch speziell sichern. Da wollen wir nicht zu tief darauf eingehen, aber wir können so einen Karabiner einhängen und ein Seil spannen zwischen den Vordertüren. Und so fühlen wir uns eigentlich schon sehr sicher. Zur schönsten Strecke gehört auch der schönste. Zur schönsten Strecke gehört auch der schönste. Komm, ich probier's mal. Zur schönsten. Zur schönsten Strecke gehört auch der schönste Stellplatz. Wo liegt dieser für euch und warum? Nein, wir haben nichts getrunken. Nee. Aber es ist ein bisschen heiß. Der schönste Stellplatz, also. Der hier ist schon ganz schön. Der hier ist schon richtig cool. Der auf dem Pelion war cool. Ja. In Albanien hatten wir auch einen coolen, in Xamil. Da hatten wir schon einige coole Stellplätze. Ja. Das macht halt immer so ein bisschen auch aus, wie sind die Platzbesitzer zum Beispiel. Wenn die natürlich total nett und freundlich sind und einem herzlich willkommen heißen, dann fühlt man sich so schnell richtig wohl dort. Also das ist für mich nebst der Umgebung natürlich und den sanitären Anlagen so eins der größten Kriterien, ob ich einen Platz wirklich gut finde oder nicht. Ja. Welche Strecke möchtet ihr mit eurem Camper unbedingt einmal fahren? Habt es aber bis jetzt noch nicht geschafft? Ja, da kommen noch viele Strecken. Norwegen, Finnland, das Baltikum, Irland, Schottland. Ich glaube, da gehen wir gar nicht größer darauf ein. Da kommt noch so viel, oder? Ja. Die nächste Frage, was ist entscheidend, ob ihr eine oder gleich mehrere Nächte an einem Ort bleibt? Natürlich, ja. Ob wir uns wohlfühlen, ob es schön ist. Und ob das Internet stimmt. Ja. So ehrlich müssen wir natürlich auch sein. Und dann natürlich auch, wie es mit der Arbeit aussieht. Zurzeit hinken wir gerade mit den Blogbeiträgen ziemlich nach. Das heißt, wir planen eher mal längere Aufenthalte an einem Ort, wo halt Internet und alles zusammen stimmt, damit wir aufarbeiten können. Genau. Fußballmatches, Konzerte oder den Backofen. Was vermisst ihr am meisten von zu Hause, wenn ihr on the road seid? Backofen haben wir dabei. Deshalb steht das auch so in der Frage, weil das ist für uns ein Luxus. Ja. Das werden wir jetzt so schnell vermissen. Was vermisst du von zu Hause momentan? Ich vermisse die Zeit mit den Pferden allein im Wald zu sein und einfach die Zeit zu genießen. Das vermisse ich. Und schon halt auch Gespräche mit Freunden und so weiter. Sag nur, du vermisst deinen Kater nicht. Ja, den habe ich jetzt im ersten Moment vergessen? Ja, vergessen würde ich nicht sagen, aber ich glaube, weil ich immer die Pferde da drüben anschaue. Bin ich im Moment gerade näher bei den Pferden. Ja klar, vermisse ich es total, meinen Kater an mich gekuschelt, einzuschlafen, am Morgen geweckt zu werden von der sanften Pfote, die sagt, hey, Hunger. Aber Konzerte oder so weiter, das vermisse ich eigentlich nicht, weil ich bin den ganzen Tag draußen und kann das hier erleben. Deshalb für mich ist das kein Verlust. Genau, für mich ist das ein bisschen anders. Mir fehlt momentan sehr viel, das muss ich schon sagen. Die Zeit mit Freunden auf einem Fluss, mit einem Boot runterzufahren. In der Schweiz beginnen die ganzen Open-Air-Konzerte momentan. Das vermisse ich richtig, richtig fest, die Live-Musik. Dann vermisse ich, ja, natürlich auch meine Familie, die Freunde und einfach die Gesellschaft, jetzt im Sommer abends zu grillen und so weiter. Also da fehlt, momentan ist nicht ganz einfach, da fehlt viel, auch wenn es wirklich schön ist unterwegs. Hand aufs Herz, das ist eine gute Frage für dich. Wie oft schaut ihr unterwegs Filme oder Serien online an? Habt ihr einen Fernseher dabei oder dient der Laptop auch dafür? Ich gestehe, seit wir hier auf dem Platz sind, schaue ich mir jeden Abend etwa 4 Episoden von Game of Thrones an. Ich bin jetzt erst bei Staffel 3 und es hat ja 7 seit neuestem. Von dem her, also ihr seht, so oft ist das nicht. Ich glaube, es ist auch schon mindestens 2 Monate her, seit wir das letzte Mal genug gutes Internet hatten, damit wir überhaupt streamen konnten. Ansonsten schaue ich mir eigentlich praktisch nichts auf. Doch. Wir, oftmals laden wir uns Podcasts herunter. Nein.
dass wenn wir kein gutes Internet haben, dass wir doch etwas schauen können. Und es gibt da so ein paar Serien, die wir schon noch gerne schauen. Die sind aber die meisten aus dem Schweizer Fernsehen. Genau, zum Beispiel die Auswanderer aus dem Schweizer Fernsehen. Das haben wir natürlich schon gerne angeschaut. Also ja, wenn man so lange unterwegs ist wie wir, ist ja schon bald ein halbes Jahr, da schaut man schon gerne zwischendurch etwas von zu Hause. Das können aber wir schon. Aber da zugeben. Muss man wirklich auch sagen, also selbst bei den downgeloadeten Sachen, vielleicht schauen wir 2-3 Mal. Nee, das ist 1-2 Mal in der Woche, in der Woche, sowas anschauen, sonst nicht. Und ansonsten schauen wir natürlich gerne YouTube, The Sunny Side, Backpacking Simon, Saturday and Sunday. Da gibt es schon auch ein paar Kanäle, die wir sehr gerne schauen. Im Camper zu leben heißt zusammenleben auf wenigen Quadratmetern. Fliegen da auch einmal die Fetzen? Ja. Das können wir schon sagen, ja. Und wenn, dann fliegen sie ordentlich und wirklich richtig. Aber ich glaube, das brauchen wir auch, dass sich nachher das Ganze wieder beruhigt. Aber wir haben das im Griff, also nach 14 Jahren wissen genau. Wir, wie der Vulkan des anderen explodieren kann. Was schätzt ihr am Reisen als Paar? Ja, da können wir natürlich auch gleich dazu sagen, für uns kommt es nicht in Frage, alleine zu reisen. Wir lieben es, die Erlebnisse zu teilen, Sachen gemeinsam zu erleben und nachher auch darüber sprechen zu können. Es gibt nichts Schöneres, als wie zum Beispiel nach der Weltreise, als wir nach Hause gekommen sind, die Momente noch einmal zu erleben, wenn der Partner weiß, wie es damals gerochen hat, wie es ausgesehen hat. Weißt du noch damals? Weißt du noch damals? Also für uns nur zusammen. Hat sich eure Beziehung verändert, seit ihr auf Reisen sind? Was denkst du dazu? Eigentlich glaube ich nicht. Das Einzige, was sich halt verändert hat, wir arbeiten ja jetzt auch zusammen. Und warum lachst du? Geht das gut? Das geht gut, weil wir haben klar getrennte Bereiche. Ich bin für den Blog verantwortlich, er ist für den Vlog verantwortlich. Und so hat wirklich eigentlich jeder seinen Bereich und dann funktioniert das auch. Weil wir sind schon zwei ziemlich starke Persönlichkeiten. Und manchmal hat jeder seine Ansicht und findet die als richtig und möchte dann nicht davon abkommen. Und deshalb haben wir die Verantwortlichkeitsbereiche, wo dann wirklich jeder weiß, da hat er oder sie das letzte Wort und dann klappt das eigentlich gut. Findest du nicht? Absolut. Das spielt sich sogar langsam richtig gut ein, ja. Das müssen wir sagen. Damit auch der erste Tank wieder gefüllt ist, braucht es Geld. Womit finanziert ihr eure Reise? Lebt ihr dauerhaft im Camper? Das können wir schon mal mit Ja beantworten. Ja. Wir leben dauerhaft im Camper seit dem 8. Januar. Wir haben viel gespart. Wir haben auf unserem Auto einen Sponsor, den habt ihr sicher auch schon gesehen, der etwas beisteuert. Das reicht aber natürlich nicht so weit. Wir haben eine Dieselkasse. An dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön an alle Spender der letzten Tage. Da kam wirklich wieder ordentlich was zusammen und das ist einfach unglaublich, wie wir da unterstützt werden. Vielen lieben Dank. Von Leuten, die wir nicht kennen, das ist ja echt cool. Das andere ist, was auch jetzt aktuell wirklich schon ein bisschen zu laufen anfängt, sind die Affiliates-Links. Das heißt, wenn ihr auf unserer Homepage haben wir zum Beispiel verschiedene Produkte wie den PackSafe von Amazon ausgestellt, wenn du da draufklickst und danach eine Bestellung auf Amazon machst, ganz egal, ob der PackSafe jetzt dabei ist oder nicht, dann kriegen wir halt eine Bestellung von dann kriegen wir halt eine Provision von deiner Bestellung. Für dich ändert sich gar nichts, für uns klingelt die Kasse danach so ein bisschen. Das ist etwas, womit ihr uns natürlich auch relativ einfach unterstützen könnt. Genau, wir sagen immer gerne, mit einem Euro von euch kommen wir einen Kilometer weiter. Ist überhaupt keine Verpflichtung und wir sind auch nicht wirklich darauf angewiesen. Aber es ist wunderschön zu sehen, wenn unsere Arbeit wertgeschätzt wird. Die ganze Arbeit mit dem Blog, die ganze Arbeit mit dem Vlog. Und da ist es wirklich, wirklich schön, wenn etwas zurückkommt und wir freuen uns über jeden einzelnen Euro. Ja, und so finanzieren wir uns das Ganze. Wir haben noch andere Dinge in der Hinterhand, die wir momentan anpacken. Wir wollen als digitale Nomaden ein kleines Business aufbauen, als virtuelle Assistenten arbeiten. Ich als Journalist habe da die besten Voraussetzungen dafür, Steffi aus dem Tourismus. Aber wir müssen schon auch sagen, dass wir jetzt erstmal reisen wollen. Die Zeit genießen, die Zeit zusammen genießen und nicht wirklich ans Geld denken. Alle Infos zum Amazon-Link, zur Dieselkasse und so weiter findet ihr natürlich jetzt oben. Und unten in der Videobeschreibung. Ja, und dann kommen wir gleich zur nächsten Frage. Wie viel habt ihr denn das letzte Mal für den Tank bezahlt? Wissen wir das noch?
71 Franken, glaube ich. Ja, das könnte noch sein. Es war, ich weiß nicht mehr, wie viel. Ja, das war hier in Bulgarien. Wissen wir, wie viel das der, dass die... Ja, der Liter Diesel, der kostet 2 Leva 11. Also kann man für Euro halbieren, also 1,06 Euro. 5,5. Wir müssen dazu sagen, das Günstige, was wir bis jetzt bezahlt haben, war wahrscheinlich im Kosovo. Das war Mazedonien. Das war unter 1 Euro. Das war schon richtig cool. Da haben wir also mehrere Male voll getankt. Ja, und dann eine wichtige Frage natürlich. Wohin geht eure Reise in den kommenden Monaten? Wie sieht eure Route aus? Da ist natürlich ich weiß, auch Steffi. Wo ich vielleicht übermorgen hinfahre, aber doch nicht, wo ich in den Doch, doch, wir wissen schon, wo. Ja, gut, wir haben einen Fixpunkt. Und nämlich ist das der 19. August. Da sind wir in Budapest. Da haben wir schon ein Meeting. Genau. Haben wir schon ein Treffen vereinbart. Hallo Scholt, falls du das jetzt siehst. Und da ist Nationalfeiertag, deshalb wollen wir dann in Budapest sein. Jetzt aktuell sind wir in Bulgarien. Das nächste Ziel ist die Türkei. Danach geht es zurück nach Bulgarien, an der Schwarzmeerküste entlang nach Norden, über Rumänien in die Ukraine erst, dann nach Moldawien. Und um dann ja zurück nach Ungarn zu kommen, fahren wir einmal quer durch Rumänien und gelangen so dann hinten ganz im Osten in Ungarn ins Land hinein und haben dann halt noch so ein bisschen Zeit hoffentlich, um das Land anzuschauen, bevor wir eben am 19. in der Hauptstadt sein. Im Winter werden wir ja wahrscheinlich in unserer Wahlheimat verbringen. Malaga. In Spanien. Andalusia. Aber da ist noch ein bisschen Zeit dazwischen. Wo seht ihr euch in 5 Jahren? Seid ihr dann immer noch on the road oder vielleicht doch wieder sesshaft? Das kann ich nicht beantworten. Doch, ich kann das beantworten. Am liebsten wäre uns natürlich, wir würden immer noch mit Karl durch die Weltgeschichte fahren und könnten uns für die ganzen Länder, die wir durchreisen, noch mehr Zeit lassen und noch intensiver reisen. Das Budget gibt uns natürlich schon ein bisschen eine Zeit vor, aber darum gibt es auch die verschiedenen Kanäle und die verschiedenen Ideen, die wir haben, um Geld zu verdienen. Ja, aber es wäre natürlich am schönsten, wenn wir noch unterwegs sind, meinst du nicht? Das Reisen und das Unterwegssein, das ist natürlich schon großartig. Aber wenn es mir irgendwo gut gefällt, dann könnte ich mir schon auch vorstellen, sesshaft zu werden. Das stimmt, wir haben uns nämlich auch schon mal überlegt, ob wir nicht so einen Campingplatz eröffnen sollen. Das wäre auch noch cool. Ja, aber wir haben ja noch viel Zeit, um diese Frage zu beantworten. Ja. Damit wären wir jetzt am Ende unserer eigenen Interview-Q&A-Session mit meinem Bett in... Ja, ihr wisst schon, wir haben uns selber die Fragen gestellt von den Interviews, die wir mit den Reisenden machen. Also ich möchte nochmal wirklich ein ganz fettes Dankeschön aussprechen für die ganzen YouTube-Abonnenten, die in den letzten Tagen dazugekommen sind. Gebt uns einen Daumen nach oben, zeigt, dass ihr da seid und erzählt doch ein bisschen weiter von uns. Das ist so cool, wir haben so Freude an unserer Community und in den nächsten Tagen folgen weitere Videos. Alle 2 Tage kommt ein Video. Wir hinken da ein bisschen hinterher, Entschuldigung, oder das, sorry. Das dient natürlich dann auch so eine Woche, wo wir jetzt hier stillstehen, dient dazu, um aufzuholen. Weil Ziel ist ja schon, wir wollen aktueller werden, wir wollen möglichst ganz aktuell sein, obwohl ja. Da ist natürlich dann die Gefahr mit dem Internet wieder da. Aber das ist schon das Ziel, dass wir wirklich ganz aktuell werden, weil wir bekommen jetzt schon oft Hinweise oder Tipps, was wir noch machen können, sind aber längst nicht mehr da. Und das möchten wir halt deshalb auch mit verändern. Genau, der Vlog sollte wirklich ziemlich live werden. Entschuldigt, dass wenn er jetzt noch ein bisschen hinterherhinkt, aber wir arbeiten da auf und dann haben wir beschlossen, bekommt ihr auch noch einen ganz anderen Einblick in unser Leben. Dann nehmen wir euch nämlich den ganzen Tag mit und nicht mehr nur auf die Ausflüge. Genau, dann könnt ihr also auch mal ein bisschen in unser Leben in Karl reinschnuppern. Und hoffentlich gefällt euch das. Ja, gut, das wär's für heute. Das Video wird so viel zu lang, ist wahrscheinlich jetzt schon viel zu lang. Entschuldigung, dass ich wieder die ganze Zeit die Sonnenbrille anhatte, aber mich hat nun eine Grippe erwischt, leider. Und darum kuriere ich mich nämlich jetzt ein bisschen aus an diesem wunderschönen Ort. Euch wünschen wir ein wunderschönes Wochenende. Genießt es, hoffentlich habt ihr schönes Wetter. Und dann sehen wir uns schon bald wieder. Morgen geht schon das nächste Video online auf unserem YouTube-Kanal. Alle Infos, Infobox und... Das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.